Am Mittwoch, den 1.6.2022 um 20.30 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Zimmerbrand nach Endenich alarmiert. Bei Eintreffen war eine starke Rauchentwicklung aus dem Mehrfamilienhaus erkennbar. Alle Bewohnerinnen hatten das Gebäude unverletzt verlassen. In der ersten Etage war es zu dem Brand gekommen, dessen Brandrauch sich auf die gesamte Wohnung, Teil des Treppenraumes und der darüber liegenden Wohnungen ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr ein. Ein Belüftungsgerät und Rauchschutzvorhang unterstützten den Einsatz des Trupps und blies die Brandgase aus der betroffenen Wohnung. Nach kurzer Zeit konnte Feuer unter Kontrolle gemeldet werden. Die Kräfte des Rettungsdienstes übernahmen die Betreuung der Betroffenen. Parallel wurde das gesamte Wohnhaus auf weitere Brandausbreitung kontrolliert. Dabei wurden keine weiteren Gefahren festgestellt. Die neue Drehleiter mit Knickgelenk wurde in Stellung gebracht, um eine Wohnung zu kontrollieren. Jedoch stellte sich währenddessen heraus, dass sich in der Wohnung niemand befindet. Nach einer weiteren Belüftung kehrten die Mieterin wieder in ihre Wohnung zurück. Die Betroffenen der Brandwohnung, die nicht mehr bewohnbar ist, wurden von Verwandten aufgenommen. Einsatz waren der B-Dienst, die Löschanheiten 1, 14, das Hilfeleistungslöschfahrzeug 2, der Lastkraftwagen 1, zwei Rettungswagen und zwei Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.